Servus YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute mal ein kleines Handtrap-Video und zwar habe ich mir gedacht, haben wir theoretisch momentan ein sehr, sehr offenes Format, wo wir ganz, ganz viele unterschiedliche Decks spielen können. Und wir haben halt auch richtig viele verschiedene Handtraps, die dadurch wieder ein bisschen relevanter wurden und vielleicht auch noch werden. Und da habe ich mir gedacht, schauen wir uns einfach alle Handtraps, die hier liegen, jetzt mal im Detail an. Den Gamma habe ich leider nicht, den werde ich aber dann digital noch ins Video bringen. Da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Und ganz am Ende des Videos werde ich nochmal eine kleine Abstimmung machen, wo ihr nochmal abstimmen könnt, welche Handtrap eurer Meinung nach im aktuellen Format die stärkste ist und welche vielleicht das meiste Potenzial hat oder vielleicht auch welche euch einfach am besten gefällt, wie ihr möchtet. Und ich würde sagen, wir steigen dann einfach mal mit den ersten Handtraps ein und schauen die uns ja alle einfach mal ganz in Ruhe an. Also bis gleich. So, ich würde sagen, wir steigen direkt mit der prominentesten Handtrap aktuell mal ein, beziehungsweise ist es die Handtrap, die die letzten Formate eigentlich dominiert hat, und zwar ist es die Aschenblüte und Freudiger Frühling. Hier schon die Reprint-Variante aus der Legendary Collection Kaiba, die ja eh noch einige coole andere Reprints beinhaltet. Und ja, wir können erstmal uns nochmal den Effekt der Ash angucken. Generell sagt sie halt, wenn eine Karte oder ein Effekt aktiviert wird, der einen der folgenden Effekte enthält, und das ist halt ein Schnelleffekt: eine Karte vom Deck der Hand hinzufügen, eine Spezialbeschwörung vom Deck durchführen oder eine Karte vom Deck auf den Friedhof legen, dann kann ich die Ash halt abwerfen und das Ganze annullieren. Das ist halt immer noch sehr, sehr stark. Allerdings gibt es momentan auch Decks, wo die Ash halt nicht ganz so gut zum Einsatz kommt. Das ist halt zum anderen die Panel Magician, da sind sie nicht ganz so gut. Gut gegen die 60-Karten-Variante, da ist sie ziemlich stark, wenn man die aufs Gras wirft oder eben auf das Left Arm Offering, kann das schon mal einen das Game bringen. Generell ist es auch gegen andere Matchups natürlich noch super stark. Gegen Spiral ist sie richtig stark. Gegen True Draco, den Search unterbinden, ist auch ganz cool. Wie gesagt, schreibt mir einfach bitte eure Meinung dazu rein, was eurer Meinung nach die beste Handtrap ist. Also ich finde, die Ash ist immer noch eine sehr, sehr starke Karte. Ob sie noch so stark ist wie im vorherigen Format, glaube ich nicht. Aber dennoch eine Karte, die man unbedingt spielen sollte. Kommen wir zum Geisteroger und Schneehase. Das ist eine Schwester der Aschenblüte und ist eine Handtrap, die jetzt wieder viel relevanter ist als im vorherigen Format. Im vorherigen Format war sie nicht so gut, weil ihr Effekt besagt halt, dass wenn ein Effekt eines Monsters auf dem Spielfeld aktiviert wird oder der Effekt von der Zauber der Fallenkarte, die bereits offen auf dem Spielfeld lag, kann ich die Karte halt auf den Friedhof werfen und dann die gewählte Karte zerstören. Aber der Effekt wird halt nicht annulliert, deswegen hat man den Geisterauge im letzten Format eher ungern gespielt. Jetzt ist er aber wieder unheimlich relevant, weil er gegen Pendel unheimlich stark ist. Also man kann ihn sehr gut auf den Electromite abwerfen oder sie beziehungsweise und damit auf jeden Fall das Play interrupten. Oder aber auch, weil True Draco wieder zurück ist im Meta, kann man das sehr gut auf das Diagramm abwerfen. Deswegen finde ich, ist Geisterauger und Schneehase wieder eine sehr, sehr starke Handtrap und sieht man eigentlich auch wieder viel häufiger. Wirklich schlecht war sie natürlich nie, aber wie gesagt, eure Meinung ist da gezählt und vor allem auch gefragt. Und ich würde sagen, soweit zum Geisterauger. Kommen wir zur letzten Karte des Trios der bekannten Schwestern, und zwar den Geisterschnitter und Winterkirschblüten. Ist meiner Meinung nach immer noch eine sehr, sehr starke Handtrap. Vielleicht nicht mehr ganz so stark wie im Spiral Going Second Format, aber immer noch relevant und kann man sehr gut im Sideboard spielen. Gehen wir noch mal ein bisschen auf den Effekt dieser Karte ein, und zwar während des Spielzugs eines beliebigen Spielers, falls sich unser Gegner halt mehr Monster kontrollieren sollte als wir, können wir diese Karte von der Hand auf den Friedhof abwerfen und dürfen dann ein extra Monster, also ein extra Deck Monster unseres Gegners benennen. Sollte er dieses im extra Deck haben, wird das Ganze verbannt. Wir müssen das natürlich vorzeigen und dürfen uns dann dazu dann auch noch sein extra Deck einmal anschauen. Das ist halt sehr stark, um vielleicht die nächsten Plays von ihm zu interrupten, weil man sehen kann quasi, was hat er da noch, auf was könnte er gehen. Das ist halt eine ganz gute Sache. Und ich finde, die Karte ist halt sehr relevant momentan gegen Pendel, weil wenn man Pendel den Electromite nimmt, dann ist das so ein bisschen wie wenn man ja das Gaspedal eines Autos ausbaut. Ist halt schon sehr, sehr stark dagegen. Des Weiteren finde ich die Karte auch noch gut gegen die 60-Karten-Varianten, wenn man den Omega nimmt oder ja, ein Ballout-Dragon. Das ist immer eine gute Sache, kann man noch viel mitmachen. Deswegen finde ich Geisterschnitter und Winterkirschblüten eigentlich immer noch eine sehr, sehr starke Handtrap. Ob man sie noch mainen sollte, ist fraglich, aber ein Sideboard eine sehr, sehr starke Karte. So, weiter geht's, weg von den drei Schwestern mit dem Kauz und Schlossvogel. Das ist meiner Meinung nach eine sehr, sehr starke Handtrap in diesem Format, weil egal, fast alle guten Meta-Decks suchen sich momentan irgendwas und da kann ich halt den Kauz direkt drauf abschmeißen und dann war's das. Dann kann der Gegner sich bis zum Ende des Spielzugs keine Karten mehr vom Deck hinzufügen durch irgendwelche Sucheffekte, außer durch die Draw-Phase kann er halt noch Karten
ziehen, aber das wäre auch ein bisschen broken, wenn das nicht gehen würde. Ansonsten ist Kauz und Schloss wohl auch eine Karte, die er jetzt in den Reprint bekommen hat, in der Legendary Collection, somit ist sie eigentlich auch für jedermann zu haben. Ich habe sie mir hier noch in der Rare-Variante behalten. Sie ist halt unheimlich stark gegen Pendel, die den quasi den ersten Search direkt unterbindet. Gegen True Draco ist ja auch echt gut, muss ich sagen. Aber auch gegen Spiral, wenn man das denn überhaupt noch spielen sollte. Gegen die 60-Karten-Variante auch, gegen ABC. Also ich finde, der Kauz und Schlossvogel ist eigentlich eine Karte, die momentan unheimlich generisch ist, kann man fast gegen alles spielen. Und vor allem Leute, die Trickster spielen, werden sich natürlich freuen. Ich persönlich halte von dieser tollen Kombo nicht so viel. Kauz und Schlossvogel und die Reincarnation sind halt meistens ein Auto-Win. Sei denn, man hat eine Ash auf der Hand, dann könnte man auch was dagegen machen. Aber insofern ist Kauz und Schlossvogel in Trickster auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Karte und fast eigentlich auch ein Must-Have in Trickster. Jetzt wird schon etwas nostalgischer und zwar geht es weiter mit der Effektverschleierin. Das ist eine Karte, die war schon mal unheimlich stark, ist dann aber komplett in der Versenkung verschwunden, man hat sie gar nicht mehr gesehen und naja, wie das so ist, jetzt ist die Karte wieder da. Wir schauen uns erstmal den Effekt an und zwar während der Main Phase deines Gegners. Du kannst diese Karte von deiner Hand auf den Friedhof legen und dann ein offenes Effektmonster wählen, das der Gegner kontrolliert. Annulliere bis zur Endphase die Effekte des offenen Monsters, was der Gegner kontrolliert. Zusätzlich natürlich, wie eigentlich alle Handtraps, einen Schnelleffekt, was sehr, sehr stark ist gegen Pendel. Deswegen ist der Veiler auch wieder relevant, weil halt Pendel wahrscheinlich das beste Deck unseres Formats aktuell ist. Und gegen den Electromite ist er halt unheimlich stark, weil das einfach auch das komplette Play von den Pendel-Spielern einfach rausnimmt, weil der hat einfach dann quasi ein Link-Monster da liegen, was aber keine Effekte mehr hat. Gut, könnte er theoretisch noch verbauen, aber wie gesagt, bremst unheimlich ein. Deswegen ist der Effekt-Wähler wieder eine Karte, die ich sehr relevant finde. Finde ich eigentlich auch schön, weil ich generell vom Artwork die Karte ziemlich schön finde. Aber das ist ja immer alles Geschmackssache. Auf jeden Fall schön, dass der Wähler wieder da ist und ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr darüber. Jetzt kommen wir zu einer sehr interessanten Karte, wie ich finde, die auch ein richtig, richtig klasse Artwork hat, und zwar ist es der Schädelmeister. Das ist eine Karte, die wird eigentlich immer so ein bisschen vergessen und eigentlich auch echt unterschätzt. Dabei finde ich ihren Effekt eigentlich gar nicht so schlecht. Und zwar besagt sie eben, wenn ein Karteneffekt im Friedhof deines Gegners aktiviert wird, ist auch wieder ein Schnelleffekt, dann kann ich diese Karte von der Hand auf den Friedhof legen und den Effekt einfach annullieren. Ist eine Karte, wo ich sage, in den letzten Formaten, auf gar keinen Fall, hätte ich auch nicht gespielt. Aber jetzt finde ich sie in diesen 60-Karten-Haufen oder dagegen beziehungsweise sehr, sehr stark eigentlich, weil gut, die Snow kann man damit theoretisch annullieren, macht aber nicht unbedingt immer so viel Sinn, aber die haben ja auch unheimlich viele andere Effekte, die im Friedhof triggern und da kann man den Gegner schon durchaus mal ein Play interrupten. Deswegen meine Frage an euch, schwierig einzuschätzen, deswegen frage ich das auch an euch, würdet ihr den Schädelmeister vielleicht irgendwo spielen, im Sideboard überhaupt, oder ist das eine Karte, wo ihr sagt, nee, die wollen wir überhaupt nicht spielen, die finde ich nicht gut, die ist überhaupt nicht relevant. Ich bin da in der Hinsicht tatsächlich überfragt. Auf jeden Fall finde ich den Schädelmeister eine Karte, die Potenzial hat, aber wie gesagt, in dem Fall seid ihr gefragt. Weiter geht's mit einer weiteren Handtrap, die aus der Versenkung wieder zurückgekommen ist, und zwar die DD-Krähe. Klar, da werden jetzt einige sagen, hey, die wurde in Spiral doch mal gespielt. Klar, die wurde in Spiral gespielt, aber auch nicht so lange eigentlich, weil die Bannlist ja das Ganze dann noch mal ein bisschen verändert hat. Aber die DD-Krähe, finde ich, ist jetzt wieder eine sehr relevante Handtrap, vor allem in Mirror-Matches ist die meistens sehr, sehr stark, wenn man den Gegner irgendwelche Sachen nehmen will. Ich finde sie eigentlich ziemlich gut gegen die 60-Karten-Decks, ist halt eine andere Variante zum Schädelmeister. Sie kann auch das Play des Gegners interrupten, indem man einfach die Snow da rausnimmt, deswegen ist die DD-Krähe wieder vielleicht eine Karte, die man boarden könnte, aber mehr vielleicht auch nicht. Die DD-Krähe ist sicherlich auch gut gegen andere Decks, gegen irgendwelche Rogue-Decks, aber ja, also ich finde, die DD-Krähe hat Potenzial und schön, dass sie endlich wieder gespielt wird. So, weiter geht's mit Aufrichtig. Das ist auch eine Karte, die eigentlich ja nie wirklich schlecht war, aber nicht mehr so häufig gespielt wurde, weil sich das einfach nicht in vielen Decks angeboten hat. Aber in Decks, die Lichtmonster spielen, ist das unheimlich stark. Schauen wir uns den Effekt nochmal an. Und zwar während deiner Main-Phase kann ich diese Karte offen vom Spiel auf die Hand zurückgeben. Das ist schon mal sehr stark. Das heißt, wenn sie liegt, können wir uns sie zurück auf die Hand nehmen. Und während des Damage-Steps, wenn ein Lichtmonster kämpft, das ich kontrolliere, ist auch wieder ein Schnelleffekt, da kann ich diese Karte von der Hand auf den Friedhof legen. Und mein Monster erhält bis zum Ende des Spielzugs die ATK des Monsters, was eben mein Monster gerade angreift. Und das ist halt meistens ziemlich stark, weil man dann irgendwelche Bossmonster des Gegners damit outen kann. Ist eine Karte, die sehr stark ist. In Trickstar kann man sie gut spielen. In puren Lightsworn-Decks kann man sie auch so wunderbar spielen. Gibt bestimmt auch noch unzählige andere Lichtdecks, wo man sie spielen kann. Aber ich will da jetzt nicht jedes einzelne aufführen. Finde ich sehr stark, ist aufrichtig und kommt immer überraschend. Daher sicherlich eine Überlegung wert.
So, kommen wir als letzte Karte für heute noch zum Psi-Hüllenpanzer Gamma. Und zwar ist das auch eine sehr, sehr interessante Handtrap, wie ich finde, zusätzlich auch noch ein Tuner. Und schauen wir uns erstmal genau den Effekt. Und zwar kann nicht als Normalbeschwörung gesetzt werden, muss durch einen Karteneffekt als Spezialbeschwörung beschworen werden und kann nicht auf andere Art als Spezialbeschwörung beschworen werden. Klingt erstmal kompliziert, ist es aber gar nicht. Im Endeffekt ist es so, dass während des Spielzugs des beliebigen Spielers, wenn ein Monster-Effekt aktiviert wird und ich keine Monster kontrolliere, das ist halt die Bedingung, dann kann ich sowohl diese Karte, also den Gamma als Spezialbeschwörung beschwören und den Driver, den ich euch an der Stelle jetzt mal einblenden werde, von der Hand oder vom Deck oder vom Friedhof als Spezialbeschwörung beschwören. In dem Fall also nur der Höhlentreiber, also der Höhlentreiber kann entweder von Hand, Deck oder Friedhof spezialbeschworen werden. Und wenn ich das tue, darf ich die Karte annullieren und eben auch die Karte meines Gegners dann zerstören. Und das ist eigentlich immer noch eine sehr starke Handtrap, wie ich finde. Bekommt ihr jetzt demnächst auch den Reprint. Ich glaube, in dem Extreme Force Special Edition ist die Karte als Super Rare drin. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich glaube, die Rarity müsste Super Rare sein. Ist eine Karte, die ich nach wie vor in Spiral sehr stark finde, wenn man das denn noch mit Going Second mit vielen Handtraps spielt, aber generell auch in anderen Decks, finde ich den Psi-Hüllenpanzer Gamma nicht unbedingt schlecht. So, das war es dann eigentlich auch schon wieder soweit mit dem Video. Hier ist auf jeden Fall jetzt die Abstimmung und ich würde mich sehr freuen, wenn der ein oder andere mal mitmachen würde. Würde mich sehr interessieren, wie eure Meinungen da sind, was die Entwicklung dieser Handtraps generell angeht. Ihr könnt mir gerne auch nochmal in die Kommentare schreiben, was ihr überhaupt von Handtraps haltet. Würdet ihr Yu-Gi-Oh! Lieber komplett ohne Handtraps sehen oder macht euch gerade das Spielen der Handtraps viel Spaß? Also das ist ja immer alles so ein bisschen Geschmackssache. Und ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen und wann das nächste Video kommt, weiß ich noch nicht. Ich will mich da ja ein bisschen zurückhalten, was die Zeit angeht, weil ich auch noch Prüfung habe. Und wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.